Ja, hallo Leute, guten Morgen. Wir haben es jetzt morgens um ja, kurz vor 5 am 19. Tag. Ich sage das immer mit dazu, weil damit ich meine Videos am Ende dann sortiert kriege, wenn ich mal wieder unten ins Tal komme und die hochladen kann. Genau. Ja, und jetzt ist gerade kurz vor Sonnenaufgang. Hier geht dann gleich nachher die Sonne auf. Sieht schon ganz schön aus. Ich habe eine super Nacht gehabt in meinem Kuhstall. Also ich bin dann tatsächlich da in diesem Kuhstall geblieben, weil ich habe dann nochmal versucht, jemanden zu finden da. Aber es war anscheinend einfach an dem Tag niemand auf der Hütte oben. Es lag zwar Kinderspielzeug und sowas rum, aber sonst war halt alles abgesperrt und ja, war niemand da. Dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt bei dem Regen ist doch perfekt. Schlafe ich im Kuhstall und ist schon lange nicht mehr benutzt gewesen. Also es war jetzt nicht dreckig oder so, war es halt ein bisschen Staub und alles. Aber das war so ein Holzlager und ja, genau. Also war halt ein bisschen hart so für meine Verhältnisse mit meiner kleinen Isomatte. Aber nicht so ganz weich wie jetzt in der Wiese oder im Wald. Aber war ganz okay. Und dann bin ich halt ganz viel los, mit Stirnlampe aufgestanden und haben 3:45 und dann gleich losgelaufen. Weil heute habe ich nämlich einen ziemlich knackigen Tag vor. Und zwar, ihr seht es gerade hier, das da oben mit diesen Zacken da, das ist der Hochkönig. Also es sieht, finde ich, echt auch so aus wie so ein Königskrönchen irgendwie, gell? Und ja, ich bin jetzt schon quasi im steinernen Meer, bin gerade in so einem kleinen Taleinschnitt, Wasserfall, voll schön hier. Genau, und von hier bin ich eben gekommen, also die Seite hier. Und jetzt laufe ich dann alles weiter hier rüber nach Westen. Also ich laufe eigentlich immer nach Westen. Ich muss eigentlich fast nicht auf den Kompass schauen, weil es ist jeden Tag von Wien bis ins Allgäu immer nach Westen. Genau, und zwar habe ich jetzt schon über die Hälfte der Strecke von Wien bis ins Allgäu, ist schon über die Hälfte der Strecke jetzt bin ich gelaufen. Also es ging voll schnell irgendwie, es ging ja auch viel schneller, als ich dachte. Und heute habe ich jetzt ein bisschen so eine markante Querung vor. Also ich zeige es euch mal kurz auf der Karte. Und zwar hier war der Ort, wo ich gestern so durchgelaufen bin. Und eigentlich geht der Hauptweg geht eigentlich hier hoch, geht zum Hochkönig. Also quasi hier oben ist das Matrashaus ganz oben und da übernachtet man normalerweise. Aber das habe ich gleich gestrichen, weil das ist irgendwie 2500 oder was. Nee, ist doch höher, sogar noch. 2900 sehe ich gerade. Naja, auf jeden Fall viel zu hoch für jetzt bei dem Schnee. Und deshalb bin ich alles hier unten durch. Und ich bin jetzt gerade in diesem Taleinschnitt. Da ist dieser Wasserfall oben. Und ja, genau, da unten stehe ich jetzt direkt. Jetzt geht es halt hier weiter. Und dann kommt man eigentlich hier wieder auf den Hauptweg zurück zum Riemannhaus. Und das ist aber auch schon auf 2200 fast. Also muss ich jetzt nochmal schauen. Ich telefoniere nochmal nachher mit dem Hüttenwirt und frage mal nach, wie es ausschaut mit dem Schnee. Hier ist ja jetzt schon das steinerne Meer und so. Und da ist schon der Nationalpark Berchtesgaden. Also ich bin jetzt schon fast quasi in Deutschland. Da laufe ich so ein paar Kilometer von der deutschen Grenze dann vorbei. Genau. Also entweder ich laufe halt hier alles heute hoch und dann oben durch. Oder auch gerade mit dem Wetter. Also es ist halt jetzt echt extrem gewitteranfällig. Jeden Tag eigentlich sind Gewitter jetzt gerade angesagt und ich habe auch so einen Radler getroffen, der auch gemeint hat, ja, das kippt extrem schnell hier und so. Und jetzt gerade im Frühsommer, ja, muss ich einfach jeden Tag eigentlich damit rechnen. Deshalb schauen wir mal, ob ich dann hier wirklich durchlaufen kann oder ob das einfach ungeschickt ist bei dem Wetter. Und dann würde ich einfach alles hier außen rumlaufen und dann, ja, hier gibt es so einen kleinen Steig, dann hier wieder hoch. Also das geht auch zur Not. Genau, ich muss auch mal schauen, wie das ist mit Übernachten da oben. Weil ihr sitzt ja in dem Zeug da oben, in den Steinen, also in den Felsen, ist es manchmal ein bisschen schwierig mit dem Tarpen oder mit dem Biwaken, weil es halt schon ein bisschen ausgesetzt ist und manchmal eben ja, im Geröll einfach findet man nicht so einen kleinen Platz irgendwie. Also kann sein, dass es heute eine Hüttenübernachtung gibt. Schauen wir mal, ist ja super, dass es die Hütten gibt. Wenn man es mal braucht, dann kann man da immer reingehen. Genau, ja, ich habe gerade kurz noch ein bisschen gefrühstückt und jetzt geht's weiter. Heute wird ein richtig langer Tag, glaube ich. Und die Sonne geht gleich auf hier. Wow, sehr schön. Ciao, macht's gut. Bis dann.